Hey Leute und herzlich willkommen mal endlich wieder zu einer neuen Folge What Tech Fuck, dem Format, in dem ich euch verrückte, coole Technik zeige. Und dieses Smartphone hier fällt sowas von in die Kategorie, denn es ist das erste auf der Welt, welches eine Kamera unter dem Display hat und noch ganz viele andere technische Neuerungen. Und dabei kostet es nicht mal viel. Wir schauen es uns genau an. Das ist das ZTE Axon 20 5G. Auf der Vorderseite ist erstmal Darwin zu sehen, ne? Evolution und so weiter und so fort. Aber wieso sind Kameras unter dem Display überhaupt was Spannendes? Nun, aktuell haben wir Löcher in Displays, davor hatten wir Notches. Beim iPhone 12 haben wir immer noch diese riesen Notch und wir hatten sogar schon motorisierte Kameras, die rausfahren. Aber ich glaube, für alle Menschen war immer klar, die Kamera unter dem Display, das wäre natürlich die optimale Lösung. Und hier haben wir es schon drin und ich sage euch, alle werden folgen, denn das hier ist die Zukunft und ich bin super gespannt, das mal zu sehen, weil ich das noch nie in meinem ganzen Leben gesehen habe. Und hier liegt das Handy auch schon. Es ist ein sehr, sehr großes Smartphone. Das ist ein 6,9 Zoll Full HD Plus OLED Display mit 90 Hertz Bildwiederholrate. Und damit alles, was jetzt passiert, umso beeindruckender ist, ich konnte den genauen Preis nicht finden, aber wenn man den aus China übersetzt, dann liegt der irgendwo zwischen 270 und 400 Euro. Dass sie das Ding nicht verschenken, ist gerade noch alles. So günstig und so viel Technik. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie das möglich ist. Wahrscheinlich will ZTE einfach angeben und zeigen, was sie drauf haben. Ich nehme das Smartphone mal aus der Packung raus und es sieht aus wie viele andere Smartphones heutzutage auch. Es hat nämlich hinten vier Kameras. Die Hauptkamera ist eine 64-Megapixel-Kamera. Aber ich will mir erstmal genauer anschauen, was in der Packung ist. Und zwar haben wir hier natürlich noch Papier und so weiter und so fort. Und sogar eine Hülle. Und die ist durchsichtig aus Silikon. Finde ich immer sehr cool, wenn sowas beiliegt. Weiter in der Box, und das ist wirklich spannend, haben wir hier ein 30 Watt Schnellladegerät. Das ist flott, in meinem Fall jetzt der britische Stecker, weil ich hier nicht die deutsche Version von ZTE zugeschickt bekommen habe, sondern eben, nee, das ist der amerikanische Stecker, die amerikanische Version ist das. Und wir haben natürlich noch das passende USB-C auf USB-A Kabel. Das war es aus dieser Packung hier, aber es geht noch weiter, ganz schön viel Packungsinhalt, davon träumt das neue iPhone. Wir haben noch einen USB-C auf Kopfhörer-Adapter und ich glaube, das war's. Vielleicht wären hier normalerweise noch Kopfhörer drin, das weiß ich nicht genau, weil hier ist der Platz drin, aber ich habe das Gefühl, dass dieses Gerät hier schon mal von einem Journalisten ausgepackt wurde. Er hat es aber sehr ordentlich wieder eingepackt, so viel muss ich sagen. Zurück zum Smartphone und ich kann es nicht mehr erwarten, ich mache es jetzt mal an, denn im ersten Moment sehe ich natürlich überhaupt gar nichts. Einfach nur ein Display, ein großes Display und ich stelle mal kurz die Sprache ein und richte es ganz schnell ein. Der Fingerabdrucksensor ist dabei, wie sich das gehört, natürlich unter dem Display. Ich habe auch das Gefühl, dass bei diesem Smartphone einfach alles unter dem Display ist, denn sogar der Stereo-Lautsprecher ist unter dem Display. Das heißt, wir haben die Selfie-Kamera unter dem Display, den Lautsprecher unter dem Display und den Fingerabdrucksensor unter dem Display. Und ich finde das ziemlich, ziemlich cool. So, das Gerät ist jetzt eingerichtet und erstmal sehen wir gar nichts. Also wenn man so gerade drauf guckt, man sieht nichts. Das Display sieht riesig aus, ununterbrochen und wirklich sehr, sehr schön. Keine Notch, kein Loch, nichts. Aber wenn wir jetzt auf eine helle Fläche gehen, dann sieht man so ein bisschen, dass da so ein kleines Quadrat ist und da ist eben diese Technik von ZTE verbaut, wo eben das Display eine geringere Auflösung hat, die Pixel etwas weiter auseinander sind und die Kamera genügend Licht bekommt, als dass sie durchs Display durchgucken kann. Auf hellen Flächen sieht man das, aber wenn man den Dark Mode einfach mal aktiviert, sieht man das kein halben. Null. Also dann ist hier oben einfach eine schwarze Fläche. Nur wenn man es dann gegens Licht hält, dann kann man durchs Display durch so ein bisschen sehen, wo die Kamera ist. War es natürlich technisch nicht perfekt ist, aber ich finde es irgendwie cool, dass man sieht, dass da eine Kamera unter dem Display drunter ist. Ich mach mal das, was wir alle sehen wollen, und zwar
ein Selfie. Wie gut ist die Bildqualität von einer Kamera unter einem Display? Und erstmal sieht das sehr, sehr gut aus. Also ich löse mal ein Bild aus. So, da ist es. Schönes Bild. Es sieht scharf aus. Es sieht scharf aus, muss ich sagen. Man sieht so ein bisschen wie so einen leichten Glow. Hier gerade bei diesem YouTube-Logo unten, so ganz klein. Aber davon abgesehen sieht das Ganze gut aus. Was mir jetzt aber auffällt, ist, wenn man jetzt über ein Bild drüber geht, hier oben sieht man so ein bisschen, dass die Auflösung geringer ist. Man muss schon darauf achten und man würde nie da oben hingucken in einem Bild, sondern wahrscheinlich immer in die Bildmitte. Aber man sieht so ein bisschen die Pixel auf einer weißen Fläche viel weniger. Also ich dachte ehrlich gesagt, man würde die Kamera mehr sehen, als man es tatsächlich tut. Aber es ist auch das allererste Smartphone mit dieser Technik. Ab jetzt wird es nur besser werden, wenn da jetzt ZTE oder irgendein anderer Hersteller die zweite Generation vorstellen. Dann sieht es wahrscheinlich noch besser aus. Und wie gesagt, in meinen Augen ist das absolut die Zukunft. Was ich jetzt noch will, ist kurz die Lautsprecher hören. Und hier schauen wir einfach mal ein Video von mir an. Ich höre, es ist ein Stereo-Lautsprecher, aber der untere ist schon deutlich lauter als der obere, also viel, viel lauter. Aber nichtsdestotrotz finde ich es zumindest cool, dass alles unter dem Display ist. Was ihr jetzt gerade seht, sind ein paar Bilder, die ich mit der Kamera gemacht habe, nachdem ich fertig bin mit diesem Video hier. Und ihr könnt euch einfach mal einen Eindruck von der Bildqualität machen. Ich habe noch keine Ahnung, wie es aussieht, aber ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Unterm Strich muss ich sagen, dass dieses Smartphone für mich sehr, sehr beeindruckend ist. Nicht nur, weil es überraschend günstig ist, sondern eben auch, weil es technisch so krass ist. Und das hat mich einfach überrascht. Wie kann es sein, dass man ein 6,9 Zoll Full HD Plus OLED Display bekommt mit einer Kamera unter dem Display als erste auf der Welt, eine 64 Megapixel Rückkamera, 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, 2 Megapixel Makro, 2 Megapixel Tiefensensor. Wir haben auch noch ein 4220 mAh Akku mit 30 Watt Laden. Es ist wirklich ein krasses Smartphone und für dieses Geld unvorstellbar für mich. Und wenn ich das hier sehe, beziehungsweise nicht sehe mit der Frontkamera, dann ist das schon was, wo der innere Nerd in mir sehr, sehr aufgeregt ist. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, was ihr von diesem Smartphone haltet. Vielen Dank an ZTE, die mir das hier vor Marktstart zugeschickt haben. Und dann macht's gut, bis bald. Ciao.